So, meine Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde League of Legends. Und ich muss euch leider enttäuschen, diesmal ist es kein Ranked, denn ja, Ranked ist deaktiviert. Ich vermute mal, aufgrund des neuen Patches, der bald kommen soll, hier wegen Grafik-Update oder die haben wieder irgendwelche Fehler. Die Information oben links war ja sehr dürftig. Und deswegen spielen wir halt einfach mal Normal. Und ich wollte nur das ein oder andere Wort verlieren über die letzten Ranked-Spiele. Achso, ich spiele Lux, Botlane, Support, also, ne? Nur mal so nebenbei. Ja, es war alles nicht so glücklich. Dann kommen wir noch ein der muss reichen. Denn ich habe ja am Anfang der Ranked-Spiele gesagt, Leute, spielt keine Ranks, wenn ihr nicht mit voller Konzentration dabei seid und eventuell total abgefuckt seid von der Arbeit oder irgendwas euch quer sitzt. Ja? Ich habe meinem eigenen Rat quasi, ich bin meinem eigenen Rat quasi nicht gefolgt, denn ich wollte für euch ja die Sachen rausbringen. Ich wollte Contest zeigen, ja? Und ja, dementsprechend habe ich dann direkt nach der Arbeit, obwohl meine Freundin zu Hause war, Ranked gespielt. Ja. War nicht so schlau, das ist mir klar. Aber ich wollte halt einfach mal zeigen. Verstehst du? Wollte einfach was zeigen. Und ich hoffe, ich konnte euch zeigen, dass es unklug ist, Ranked zu spielen, wenn man nicht voll da ist. Ne? Also wenn man geistig nicht auf der Höhe ist und das Konzentrationslevel total im Arsch ist, kein Ranked spielen. Ihr habt es gesehen, auch wenn es im Early immer gut lief, wenn es im Early gut lief, im Endeffekt, man hat es, glaube ich, mitgekriegt. Erstens war meine Toleranzschwelle sehr gering. Und ja. Zweitens, weiß ich nicht, war halt einfach. Ja. Holy. War nicht so schön. Ne? Jo, ja, ging daneben, mein Bester. Aber ich muss sagen, läuft ganz gut. Kriegen sie ein bisschen nach hinten gedrückt und ich krieg Geld. Auch wenn meine Wayne irgendwie nicht so total. Oh mein Gott. Der war ja so schlecht. Okay, jetzt haben sie eh gewardet. Arschlecken 350. Okay, jetzt hat sie ein E. Oh, ich finde, den fucken wir ganz gut ab gerade. Ja, ich dachte, ich bereite ihm mein Last Hit vor, aber da war nichts mit vorbereiten. Ja, haben wir jetzt noch ein Schild. Das willst du nicht. Oha. Ach, Udi ist ja von uns. Okidok. Hat er natürlich kein Mana mehr. Das ist natürlich jetzt Kacke. Da hat er einfach mal kein Mana mehr.
Ah, Exhaust hätte er noch. Oh, wow. So, ich würde gerne mal zurückgehen. Best mit Level 4. Dann nicht. Dann lasst es halt sein. Blöde Kuh. So. Der Weg zum Ward-Item ist gemacht. Jetzt brauchen wir quasi 400 Gold. Also 360 noch. Schön wäre natürlich 360 und nochmal 325 für Schuhe. Vielleicht noch ein Ward. Eventraum. Ja, mal gucken. Er hat auf jeden Fall keine Heal-Pots mehr. Ah, hat sein Schild geskillt mittlerweile auch. Okay. So, da ist sie geplatzt, die Gute. Ja, gib mir ruhig die Kohle. Nee. Ach, hier sind wir noch gewartet. Okay. Gut zu wissen. Ach, wie ich es hasse. Das ist aber auch nicht so aggressiv, wie ich es gerne hätte, muss ich ehrlich sagen. Egal, die müssen weg, wir können in Ruhe farmen. Alles gut. Leute. Ich werde trotzdem ein E-Maxen. Ich weiß, ein bisschen egoistisch, weil Schild besser, aber... Sind wir ehrlich? Es wäre ein Träumchen, wenn die Rain auch kommen würde. Ja. Hätte man früher haben können. Aber egal. Was kostet die Welt? So, dann kommen wir noch zum Pinkwort für unseren. Jetzt warten wir noch auf einen Pot. So, dann geht's wieder ab. Ja, also ich weiß nicht, ich hätte vielleicht die letzten Tage kein Raid spielen sollen. Es war unnötig, dass wir die Punkte verloren haben. Es ist mir selbstbewusst. Erstens war ich abgefressen durch die Arbeit und ja... Dann lässt man sich auch zu leicht auf irgendwelche Sachen ein, wo man im Endeffekt sagt so, warum habe ich das jetzt nochmal gemacht? Weiß ich selber nicht mehr. Boah, dieser Slow, ne, ist so mega. Leute. So, da haben wir schon mal den. What? Ling, weg ist er? Das machst du jetzt nicht. Meine ich doch. Unterwegs. Geht, machst du jetzt nicht.
weil Apantheon kommt, okay. Good job. Ja, aber dafür hast du überlebt. Ich seh's mir an. Nicht eigentlich darum, dass wir überleben. Aber gut. So, dann, ne? Lass mal Kills. Ja, der kam von hinten, mein Bester. Latsch. So. Gehen wir auch schon wieder shoppen, weil die kommen gleich wieder zurück und haben dann wieder Full HP und so weiter und so fort. Warte mal. Ja, da haben wir es auch schon. So, die Wayne geht auf Attack Speed und ja, auch eigentlich. Mach dich weg, Fettklops. So. Kaufen wir jetzt. Kaufen wir das mal hier. Herbsch. Und noch ein Vorticus. Ah, das ist schon praktisch, wenn man nicht face checken muss, ne? Das geht auf die Fresse. Das geht auf den Sack. Dann reden sie ab. Na, der spielt ihn ganz gut eigentlich. Ja, da kommt sie hinterher. Macht sie? Macht sie. Hatte meine Ulti gerade bereit. Gehalten. Aber naja. Hier mal kurz Mitte helfen. Das war jetzt nicht so schlau, ne? Ding daneben. Klar. So, da habe ich getroffen. Klatsch. So ist schön. Hier haben wir nix. Jo, läuft, ne? Unsere Wayne gerade gestorben? Nö. Alldüt. Brauche ich kein schlechtes Gewissen haben. Und so mal ein Pink Ward. Sicher ist sicher. Obwohl die gesehen haben, dass da ein Pink Ward steht. Warum habe ich eigentlich noch ein normal Ward? Egal. Obwohl die sehen, dass da ein Pink... Sie wussten, dass da ein Pink Ward steht. Die haben gesehen, wie ich ihn gestellt habe und ihren Ward zerkleinert habe. Interessiert es sie nicht, ne? Hm. Naja. Gut, der Tower ist weg. Kannst du dich auf den Kopf stellen? Ah, da ist er außerhalb der Range. Zum Nachflüchten. Jetzt brauchst du für jeden nur einen Hit. Siehste, läuft. So, lass mal schnell pushen hier. Das ging ja neben, mein Bester. Kling, plong. Trotzdem getroffen.
Ach. So dumm. Der war kacke. Der war richtig bad. Der war scheiße. Wollt mal zu viel? Hat doch noch gar nicht so viel Leben. Oh, die gehen Dragon machen, glaube ich. Oh, da steht auch ein Ward. Und die Ari kommt. Oh, da ist auch der Asi. Das ist bitter. Also es gäbe andere Spiele, hätten die bei dem Punktestand hier 13-5 schon längst aufgegeben. Aber hier halten sie fest. Wow. So, das holt sie sich. Easy. Den holen sie sich auch. Easy. Nice. So, dann helfen wir mal kurz beim Farm hier. Ah, irgendwie. Ah, denn? Ah, denn? Oh, der steht im Hintergrund. Hält sich bereit. Auf den Tower, schön. Holy. Das gönnt er mir nicht, ey. Da brauchte ich gar nicht versuchen oder dran denken. Ich bin ja nur Support, Lux. Siehst du? Oh. LOL. Dieser Respekt vor einer Support-Lux, ne? Mega. La 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 la. Ach ja. Aber ich denke mal, da wird schon wieder heftig geflamed im Gegnerteam. Und dementsprechend, ja, geht's da drüben auch gerade voran. So. Oh. Und deswegen mache ich mir da gar keine Platte. Das wird wahrscheinlich ein Surrender bei 20 werden. Schauen wir mal. So, was wollten wir jetzt? Ach, Ludens. Ja, Ludens ist immer. Die Ludens ist immer lustig. Na, ob das jetzt gerade so schlau. Ob das nicht ein bisschen zu gierig ist, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Nö, wart nicht. God damn it. Ich hab nicht ready, ne? So, gut, haben wir es dann doch nochmal gelöst bekommen? Freut mich. Das freut mich. Ja, da war gerade ein Wölfschlein. Vermute mal von Dingsbums. Von der Brown. Der mal schon hingeflitzt ist. Ich denke mal nicht, dass so deep bei uns im Jungle gewordet ist. Kann ich mir schlecht vorstellen, aber wir gucken trotzdem mal vorbei. Ja.
Okay, den Mosch habe ich jetzt nicht geguckt, aber. Ich konnte es mir schlecht vorstellen. Oh, da wird die Vayne zerlegt. Ein WP. Will nur EP. Positiv bleiben. So, er hofft jetzt, dass natürlich hier einer rumrennt, ne? Da ist alles leer. Lol. Alter. Was willst du da machen? Was willst du da machen? Das ist, unbelievable shit. Oha. Oha. Hat es echt noch bekommen? What the fuck? Ich hasse das. Ich krieg das so schwer kalkuliert, diese Scheißdinger. Auto, du hast Red Buff, Mädel. Ja, kommt nicht jeder AP-Carry mit klar. Red Buff und dann ist ein Auto-Hitten zum Slowen, aber naja. Was willst du machen? Ah, Dragon in 3 Sekunden. DC. Apontheon ist so, ja, nutzt seine Skills gut aus. Also die Mobility ist schon sehr stark. Auf jeden Fall. Was hat denn der Toplane gehabt? Akali? Kann dat? Akali top war das? Ja, ne? Ich glaub schon. Ah, da reicht meine Range gar nicht aus, um ihm zu helfen. Leider. Da kommt was. Das ist der Asier. Ah, war der schlecht. Oh, war der schlecht. Hallo. Hallo. Wayne. Nicht Tom Kench. Das ist Quatsch. Warum Fokus sie Tom Kench? Ich weiß es nicht. Guckt es euch an. Ja? Das macht doch keinen Sinn. Aber gut. Ich möchte nicht flamen. Ich möchte auch nicht wieder mich hochschaukeln. Ich bin echt bemüht, mir das abzugewöhnen. Wirklich, Leute. Möchte es wirklich nicht. Ah, Wayne gegen Wayne. Beide Level 13. Ja, ist irgendwie nicht so gerade von Erfolg geprägt, was sie da tun. The Brown. Ah, der ging daneben. Mal gucken, vielleicht kriege ich ja hier mein Gold zusammen jetzt. Ein Gegner wurde getötet. Oh, da wird gechased like a Bose. Hohoho. Dreifach Tötung. Kranker Scheiß. Ah, so ein Udi bei uns ist gestorben. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, ganz ehrlich.
Machen wir ein bisschen Mana raus. So. Ein Verbündeter wurde getötet. Ja, ich könnte ja im Moment dieses komische Slow-Item benutzen, ne? Okay, da haben sie noch einen Imp geholt. Oh, oh. Ich bin mal jetzt sehr mutig. Ich probier's mal. Nein! Ja, nice. Ja, ich weiß, weiterlaufen, aber ohne Scheiß, dass die da reinläuft, davon wäre ich ausgegangen. Dass die da reinläuft, okay. Aber dann Ward reinstellen? Sieht man nicht oft. Oder sie hatte Angst vor dem Face-Check, weil sie dachte, okay, ich werde hier pushen und im Background wartet mein Team. Was aber tot war, zur Hälfte. Naja. Paranoid incoming und so. So, kann ich hier irgendwas... mein Pinkwort steht immer noch, ne? Brutal. Holy Wayne. Holy Wayne. Oh, holy. Die läuft direkt rein. Es ist so brutal. Es ist... boah, Zerstörung. Sie läuft direkt in seine Ulti. Brutal. What the fuck? Hey, ich habe einen Gegner getötet. Wieso denn ich? Schild of Doom. Nice. Läuft. So. Ist zwar kein Ranked. Wer hat mich gefreut, wenn so mein Ranked ablaufen würde für mich. Und so die nächsten, weiß ich nicht, 10 Ranked auch, damit ich vielleicht endlich mal hochsteige. So zumindest auf Silber 3. Also ich habe gedacht, in Silber 4 spazieren wir ganz entspannt nach oben einfach. Und können dann so in Silber 3 oder Silber 2 so wirklich, ne, so richtig, ich dachte, ich kann... Am Anfang, ja, erstmal safe spielen, klar, um Placement-Matches dann so in der Elo einfinden und dann hochmarschieren, Silber 2, Silber 1 und da dann wirklich, weiß ich nicht, die Tryhards auspacken, also dann wieder, ich wollte eigentlich bis Silber 1 oder Silber 2 kein Xing Sao mehr spielen, weil erstens bin ich Stufe 5 mit ihm, was ja eigentlich mein Ziel war. Und zweitens wollte ich euch das nicht antun, immer und immer und immer wieder jedes Spiel Xing Sao. Ich will euch auch Abwechslung bieten, aber irgendwie ist das nicht von Erfolg geprägt. Oder ich sollte wieder zurück in die Mitte. Also wo ich angefangen habe mit League of Legends, war ich ja Mitspieler. Bin dann aber verdrängt worden aus der Mitte, weil dann war irgendwo eine Phase, alle wollten Mitte spielen. Dann habe ich gesagt, gut, spiele ich Support. Dann wollten auf einmal alle Support spielen, weil, weiß ich nicht... Dann kam so die Welle, ja, lass dich carryen, mach Support. Dann wollten alle supporten, dann habe ich gesagt, okay, probiere ich mal Jungle. Dann wurde der Jungle auch sehr beliebt und dann habe ich gesagt, gut, gehe ich Toplane. Und jetzt habe ich mich eigentlich auf Toplane und Jungle eingespielt, weil meistens wirst du ja an den Positionen sehr tanky. Und tanky mag ich. Also ich mag mittendrin stehen, lange leben, viel tanken und hoffen, dass mein Team das drumherum für mich klärt.
Was nicht immer hinhaut, wie wir wissen. Egal, ich will euch auch gar nicht allzu lange vollquatschen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Es ist mal wieder ganz normales Normal gewesen. Ich hoffe, das ist für euch nicht ganz so wichtig. Auf jeden Fall haben wir einen Sieg eingefahren, was mich sehr freut. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Ciao.